Erfolgsbilanz bei so Indoor-Ruder-Wettkämpfen, die ist ziemlich gut. Also ich habe noch nie einen Wettkampf verloren. Ich glaube, Tricks sucht man nicht speziell aus. Ich glaube, jeder hat im BMX Freestyle seinen eigenen Style, was auch ziemlich cool ist. Und ich auch deswegen diesen Sport mache, weil jeder was anderes übt und macht und ist. Auch durchs Lampingpong die Möglichkeit, auf die Schule zu gehen und dann hoffentlich auch irgendwann mal in ihrem weiteren Leben aus dem Slum rauskommen. Sabina, I am ready for you. They keep on saying, you find your straight way. 24 hours a day. Sabine Winter, Tischtennis. In Uganda ist das Projekt Slum Ping Pong. Das sind Kinder aus den Slums, die dort Tischtennis spielen mit einem Trainer oder mit mittlerweile mehreren Trainern, die auch aus den Slums kommen und den Kindern eben dort Tischtennis anbieten, damit sie auch was anderes haben, Kinder kennenlernen. Ich hatte viele Trikots zu Hause und dachte mir, es ist eigentlich schade, die wegzuschmeißen. Vielleicht haben ein paar Tischtennis-Fans Lust, ein Trikot zu kaufen und dann könnte man den Erlös ja an einen guten Zweck spenden. Ich hatte dann am Anfang keine Ahnung, wo der Erlös hingehen sollte. Mir hat dann aber in dem Zeitraum eben Basira, das ist der Gründer von Slum Ping Pong, geschrieben, nachdem ich ein Video auf meine Facebook-Seite gestellt hatte. Das war Mountain-Tischtennis. Und dann dachte ich, ich probiere es mal aus und schicke ihm den Erlös. Und er hat damit gute Dinge angestellt. Und so ist es beim Kontakt geblieben. Und ich versuche, ihnen noch ein bisschen zu helfen. Dann war eines von den Zielen, dass die endlich mal ein paar gute Tische oder normale Tische bekommen, weil der erste Tisch, was die bekommen haben, war von einem Verein, wo die das Tisch rausgeschmissen haben. Und die haben es über ganz Kampale getragen, 5-6 Kilometer zu dieser Halle, wo die das benutzen durften. Später haben wir uns beworben an der Welttischtennisverband und jetzt kriegen die 3 Jahre Unterstützung. Das heißt, die Coaches, jetzt 7 Coaches da, die kriegen alle 70 Cent die Stunde und sind sehr, sehr glücklich damit. Inzwischen 50 Kinder, die von Deutschland aus gesponsert sind, auf die Schule zu gehen. Und normalerweise für die Kinder von den Slums ist es sehr schwer, das zu finanzieren. Im Slum Ping Pong betrifft der Lockdown durch Corona natürlich zurzeit auch. Es gab jetzt vor kurzem noch mal eine Spendenaktion mit den Trikots und der Erlös, der wurde benutzt, um Outdoor-Tische selber zu bauen. Das heißt, sie haben jetzt draußen in den Slums 11 Tische stehen, auf denen sie sehr regelmäßig spielen und eben da ihr Tischtennis weiterentwickeln. Oliver Zeidler, Rudern. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Rennen auf dem Ergometer verloren. Das ist die deutsche Ergometermeisterschaft, wo ich teilnehmen werde.
und in dem Rahmen halt auch meinen jährlichen 2-Kilometer-Test auf dem Ergometer absolviere. Wir dachten uns, das wäre es vielleicht ganz cool, das alles in einem Event zu machen, einfach um so ein bisschen auch die Competition zu haben und das nicht still und heimlich im Keller zu machen und dann nur den Score am Ende zu haben. So, man verbindet sich eben mit dieser Software und dann wird jedem Ergometer ein Boot zugeteilt und dann werden die Daten live übertragen und dann wird eben ein Teilnehmerfeld daraus zusammengebaut. Ganz oben ist dann der erste, also das wechselt dann natürlich auch immer und dann fahren diese Boote diese 2 Kilometer Strecke auf dem Display entlang, also wie so ein virtuelles Rennen und man sieht dann auch den Abstand zum nächsten Boot immer, sodass man weiß, so ein bisschen auch diese Abstände dann einschätzen kann. Also bei den Ergometermeisterschaften muss man eben über den Vorlauf ins Finale fahren. Und ich hatte im Vorlauf die Strategie, so viel Kraft wie möglich zu sparen, einfach weil ich im Finale dann auch meine Bestzeit unterbieten wollte. Und da kommt es dann halt neben der Tagesform eben doch auf die Fitness an. Und da möchte man dann keine Körner unnötig verschießen, wenn man Bestzeit fahren möchte. Und deswegen habe ich den Vorlauf relativ locker angegangen. Und die Taktik ist aufgegangen. Ich habe mich dann auch für das Finale eben qualifiziert. Im Finale lief es sehr gut. Ich bin viel besser vom Start weggekommen als im Vorlauf. 4, 3, 2, 1, los! Zeit nach. Ob er seine 45 schafft, das werden wir erleben, aber er wird auf jeden Fall deutlich unter der 6-Minuten-Marke bleiben. 1:22. Dann ging es eigentlich nur noch darum, den Split auf meiner Rekordzeit sozusagen zu halten. Also ich habe mich dann ehrlich gesagt wenig darum gekümmert, was hinter mir los war im Feld. Ich wollte dann einfach nur das Beste aus mir rausholen und habe mich dann darauf konzentriert. Letzten Endes habe ich gewonnen und habe sogar eine neue Bestzeit aufgestellt. Er schafft es, 5:37,5. Meine Güte, was für ein Timing, was für ein Pace er da gesetzt hat. 5:37,5. Eine fantastische Zeit. Lara Lessmann, BMX Freestyle. Also eigentlich alle Tricks, die ich mache, sind ja aus dem Englischen und ziemlich selbsterklärend. Also ein No-Hand zum Beispiel ist einfach die Hände wegnehmen vom Lenkrad. Man probiert es einfach Step by Step, würde ich sagen. Langsam die Hände wegnehmen und immer mehr. Und wenn man sich sicher fühlt, kann man die Hände auch ziemlich weit ausstrecken. Dann gibt es einen Trick, der heißt Can-Can. Das ist mein Lieblingstrick. Da streckt man den Fuß über den Rahmen und der Luft wieder zurück. Darauf muss man achten, dass man nicht gegen den Rahmen tritt. Und auch beim Zurückziehen wieder nicht gegen den Rahmen kommt und das auch ziemlich schnell macht, damit man das alles auch im Sprung schaffen kann. Wenn man erstmal ein Can-Can beherrscht, also Schritt 1, dann kann man auch eigentlich den zweiten Schritt wagen, so ein No-Foot Can-Can. Beim Tailwhip, da tritt man mit dem hinteren Fuß gegen den Rahmen, würde ich jetzt sagen. Wichtig ist dabei, dass man sich nach vorne lehnt, dass man nicht hinterradlastig springt oder landet, weil es dadurch auch irgendwie leichter wird, den Rahmen zu bewegen. Dann rührt man irgendwie 30 Grad so um sich rum und versucht da mit dem anderen Fuß, also nicht den Kickfuß, sondern den Fangfuß, den Rahmen zuerst zu fangen. Und dann kommt der andere Fuß hinterher eigentlich, im besten Fall.
Also beim Footjump gibt es zwei Varianten. Man kann ihn halt einfach so auf die Rampe machen oder halt im Fakie. In meinem Fall habe ich ihn heute im Fakie gemacht, also im Rückwärtsfahren bedeutet das. Und da springt man einfach ab, steckt den Fuß zwischen Gabel und Reifen, dann stoppt es plötzlich. Man lehnt sie kurz nach vorne, dass man ein bisschen Nose landet. Und dann versucht man einfach mit Schwung wieder nach hinten abzuspringen und Fuß ziemlich schnell auf die Pedale machen, rückwärts treten und dann einfach umdrehen. Beim Barsprint hält er, dreht man Lenker 360 Grad um sich herum, versucht sich dann nach hinten zu lehnen, drückt am besten Fall die Bremse. Wenn man keine Bremse hat, tritt man in die Pedale rein, dass man halt einen Tailtap landen kann. Dann versucht man Balance zu behalten und ziemlich schnell dann wieder in die Rampe reinzuspringen.